Hallo, was würdet ihr sagen, wenn ihr direkt nach der Magen-Bypass-OP eine fette Schachtel Süßigkeiten geschenkt kriegt? Herzlich willkommen zu unserem USA-Süßigkeiten-Test. Reese's, Peanut Butter, alles Mögliche. Der Test wird performt hauptsächlich, das heißt, das größte Teil am Testen übernimmt freundlicherweise die Sabrina, deren Magenbypass namens Gloria erst am 19. September einzieht und die aus dem Grund noch richtige Bissen nehmen kann. Ich werde ein bisschen extrem winzige Mengen dran rumbeißen, um euch irgendwas dazu zu sagen. Aber wie das geendet ist, ihr werdet es sehen. Kleine Warnung vorab, wenn das Sehen von Süßigkeiten dich triggert, also das heißt verursacht, dass du die nicht nur siehst, sondern dass du sofort losrennen würdest und was weiß ich, zur Tankstelle den Nachbarn überfallen, deine Oma strangulieren. Wenn du siehst, dass wir Schokolade essen, dann ist es eventuell besser, wenn du das Video abschaltest, weil die Sachen sehen tatsächlich lecker aus, manche haben auch geschmeckt und das Wichtigste ist, dieses hier ist ein Kanal, der ist für Menschen mit Übergewicht und ehemals Übergewichtige. Deshalb weiß ich, manche triggert das halt. Deshalb die Warnung vorab. Ich wollte dennoch nicht drauf verzichten und allen anderen, die einfach sagen, hey, finde ich interessant, ist mal einfach ein witziges anderes Thema, dieses Video vorenthalten. Denn wie ich überhaupt zu dieser Box gekommen bin, ich habe die als Geschenk bekommen. Und zwar nicht jetzt vom Hersteller, nichts Falsches denken, ne, ist nichts gesponsert, das hat damit gar nichts zu tun. Ich habe die bekommen als mit so einer schönen Karte und so, ja, herzlichen Glückwunsch zum Magenbypass und ich bin stolz auf dich und so. Ja, und ich so, ah, oh mein Gott. Ich kenne nun diese Person so lange und ich weiß, das war nicht böse gemeint, sondern das war einfach aus dem Gedanken heraus, dass das etwas ist, was sie super gern hat und dass sie deshalb super gern mit mir teilen wollte. Und das ist auch richtig lieb. Also ich habe mich wirklich gefreut über die Geste. Dennoch kann ich selbstverständlich, ja, ihr seht ja, wie viel ich davon gleich essen werde. Und ich sage euch jetzt schon, es war lustig. Deshalb ohne weiteres Rumgedösel, ab ins Zoo. Hier sind die Sabrina und ich featuring Reese, whatever Erdnuss-Stuff es auch immer gibt. Mit dem Doppelkinn. Mhm. Macht nichts mit zwei Doppelkinn. Reichlich Doppelkinn im Bild, dann wissen die, die sind im richtigen Kanal. Wir sind hier der Kanal für die dicken Menschen. Heute geht es um ein Thema, was passiert, wenn du dir einen Magenbypass machen lässt und ein Blogger bist. Dann bist du behindert. Du kannst bestimmte Reviews nicht mehr selber machen. Du brauchst die Hilfe von Sabrina mit noch einem normalen Magen. Lange kann sie auch nicht mehr assistieren. Wann zieht bei dir Gloria ein? Am 19. Am 19. Das ist bald, oder wer weiß, wann ich das hochlade, ist das vielleicht auch schon gewesen. Und dann war es das schon. Dann wisst ihr Bescheid. Dann wohnt Gloria, der Magenbypass, bei Sabrina. Und die beiden werden ganz sicher ein Dream Team. Was wir heute machen, ist das hier. Ich freue mich so. Ja, ich habe nämlich die Sabrina um Hilfe gebeten, weil ich ein Problem habe. Ich soll dies hier testen und vorstellen. Und gleichzeitig habe ich einen Magenbypass. Und ich zeige euch jetzt erstmal, was das ist, wenn ich das irgendwie aufkriege. Wir unboxen die Süßigkeiten. Oh ja. Oh, oh, wie süß. Das hier hat Joy für uns eingepackt. Joy wir machen wird heute mir viele Freude machen. Oh ja, das sieht schon. Guck mal, süß, ne? Das ist kein gesponsertes Video im eigentlichen Sinne, sondern das ist hier ohne Auftrag für ein Video. Heavenly Sweets. Ich verlinke euch unten drunter, woher das Zeug kommt. Und ja, es geht ja jetzt ums Testen von diesen Süßigkeiten. Ich werde mich opfern.
Und ich werde so ganz winzige Teile abbeißen und hoffentlich kein Gesicht ziehen, weil ich habe festgestellt, manche Sachen, die ich früher mochte, die mag ich nicht mehr. Am Wochenende hat sich mein Mann Pringles Sour Cream oder Sour Cream and Onion geholt. Und ich habe gedacht, dann nehme ich auch mal einen. Ich habe den noch nicht mal runtergeschluckt. Ich habe den ausgespuckt und habe geflucht und habe wirklich mich geschüttelt. So was Ekliges habe ich. Oh mein Gott. Das war richtig eklig. Wir haben übrigens extra für euch unsere Haare aufgemacht, damit wir nicht aussehen, als haben wir beide eine Glatze, weil von da das Licht kommt. Geht aber nicht. Wir können nicht anders sitzen. Ich hoffe, es ist auch nicht zu laut. Wir sind im Zoo, es regnet aber heute, deshalb war es leider nicht möglich, euch eine sehr schöne Location zu präsentieren. Und dafür geht es um sehr schöne Reese's Tasting. Reese's Tasting. Ich habe extra nicht gefrühstückt. Wo möchtest du anfangen? Ich hätte gern einen Peanut Butter. Du ziehst ihn nackt aus. Das kriegen wir hin. Erdnussbutter liebe ich ja, ist ein absoluter Favorit von mir. Ich benutze aktuell immer die Powdered Peanut Butter, weil die eben sehr fettarm ist. Und ich rühre die an, die benutze ich immer, um mir Soßen zu machen. Deshalb bin ich schon neugierig. So sehen Original Peanut Butter Cups aus. Ich werde euch im Vergleich hier irgendwo, wahrscheinlich über meinem Gesicht, einblenden, wie ich die Peanut Butter Cups von Quest Bar, also die Protein-Erdnussbutter-Objekte, getestet habe. Weil die waren der Anlass, warum wir das da gekriegt haben. Mhm. Hello! Es ist einer runtergefallen, aber es ist nicht schön. Egal. Wir haben noch einen zum Testen. Genau. So. Vielleicht hältst du ihn höher, damit sie ja sehen können, wie wunderschön er in der Packung ist. Der sieht schon so lecker aus. Das ist ganz böse. Oh ja. Und der riecht richtig lecker nach Erdnuss. Ja, absolut. Also, willst du probieren oder lieber nicht? Kannst du zuerst anbeißen, damit ich an der Peanut Butter anbeißen kann? Oder Schokolade fürchte ich mich etwas. Guck mal, wie die voll innen aus. Das ist so lecker. Und es riecht super, super gut. Und die schmelzen total im Mund. Ne? Echt? Mm. Ich hatte noch nie einen. Noch nie. Never ever. Schade, zu spät. Ja, aber ist eigentlich ganz gut. Stell dir vor, mir schmecken die. Also. Also, sorry, Leute. Ich muss nochmal an. Weißt du, woran mich der Geschmack erinnert? Mhm. Wenn du M&M's mit Erdnuss gekaut hast und die Küste. So ähnlich ist der Geschmack. Super soft. Also da kann ich euch auch den Vergleich zu dem Quest Bar. Ich hatte versucht, den nochmal zu bestellen. Leider hat das zeitlich nicht geklappt. Und nächste Woche bin ich in Berlin. Und danach bin ich auf Rügen. Und aus dem Grund... Ja. Wir haben übrigens die Kamera heute, dass die ziemlich weit unten steht. Nicht, dass ihr denkt, wie fett sieht die denn heute aus? Ehrlich gesagt, nicht viel dünner als letztes Mal, was das Gewicht angeht. Ja. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn ich die Gewicht sehe. Echt? Ja. Gott, oh Gott, oh Gott, das kann nur besser werden. Ich habe mich heute übrigens erschreckt. Ich habe mal ein Vorher-Nachher-Bild zusammengestellt für meinen 8-Wochen-Post. Werde ich nachher auf Instagram auch noch posten. Und ich habe bisher gedacht, man sieht so gar nicht viel. Ja, echt nicht. Weil man sieht sich ja selber jeden Tag. Und mir ist schon bewusst, dass wenn ich nicht Kleidergröße 54 trage, sondern 48, dass ich definitiv etwas getan haben muss. Aber man ist ja manchmal bräsig. Und dann habe ich dieses Vorher-Nachher-Bild montiert. Und da habe ich selbst gesehen, Wahnsinn, es hat sich was getan. Blendet euch mal hier irgendwo ein. Ansonsten, follow me on Instagram. Ja. Okay, auf jeden Fall, die Quest Bar Peanut Butter Dinger sind nicht erschienen, deshalb konnte ich die heute leider nicht für euch vergleichen. Okay. Macht nichts. Also Fazit, essbar? Absolut. Absolut essbar. Absolut essbar. Also was mich jetzt richtig, richtig neugierig macht, sind eigentlich alle anderen auch.
Vielleicht bleiben wir erstmal bei den Peanut Butter Cups. Ach, das, guck mal, die gibt es in weiß. Du machst sie wieder nackig? Ich liebe weiße Schokolade. Und das ja eigentlich irgendwie keine echte Schokolade ist. Ja, also es ist zumindest kein Kakao drin. Aber da ist irgendwas drum. Ach ja. Dim, 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 dim. Sie wehren sich. Ah. Sie sind wohl mal irgendwann etwas warm geworden. Aber. Genau. Gleiches Spiel in weiß. Lass uns den hübschen probieren. Ich wollte gerade sagen, wir nehmen jetzt den hübscheren von beiden. So ist das. Jetzt machen wir auch den auf. Der ist etwas. Das geht einfach, der ist nicht so. Guck mal, da guckt schon die Erdnussbutter raus. Wir beißen jetzt auch an der Stelle ab, wo die Erdnussbutter rauskommt. So. Ist auch okay, aber ich finde den anderen besser. Also das schmeckt mir überhaupt nicht. Also der andere ist das definitiv. Das ist so süß. Oh mein Gott. Das ist, weil es ist keine Schokolade. Oh mein Gott. Es ist irgendwas Weißes, Fettiges. Ja, irgendwas Weißes, Fettiges drin ist. Naja, süß. Und das riecht doch nicht so schön. Es fehlt der Kontrast von der Schokolade zu der Erdnuss, glaube ich. Also es ist, nö, nicht so gut. Nö. Also 1 plus hat es nicht. Es ist bestimmt für Leute, die halt wirklich gerne sehr süß und so weiße Schokolade mögen, vielleicht gut. Guck mal, dieser. Das hier ist einer, der ist extra mit extra viel Peanut Butter gefüllt. Und der erregt mich schon, seit ich weiß, dass der im Paket sein wird. Schaut uns diskret um. Weil den werde ich selbst auspacken. Ja, mach ihn dann. Ich hätte jetzt gerne den. Oh, der ist so hübsch. Guck mal, der ist perfekt. Der ist richtig schön. Und jetzt machen wir ihn mal hier ein bisschen locker. Da musst du jetzt einmal richtig groß anbeißen, dass du die Erdnussbutter legst. Wie er schon aussieht von innen. Oh mein Gott. Guck mal. Sie ist gleich schlecht, das ist ihm schon klar. Nee, ich glaube nicht. Oder freut Rudolf sich gerade? Ich zeige euch das immer nur auf der Zunge, damit ihr seht, wie viel ich davon abgebissen habe. Das mache ich nicht. Nee, ist ja auch nicht nötig. Du kannst ja wie normaler Mensch da anbeißen. Ach, guck mal, das riecht auch wieder. Oh, und die Erdnussbutter ist leicht salzig. Mm. Also das ist gut. Richtig, richtig gut. Ich muss gerade an meine Tochter denken. Also du kannst es auch einpacken, ne? Das musst du alles hinterher mitnehmen, weil ich kann es nicht essen. Die kriegt die Krise. Wieso? Nein, die freut sich. Ach so. Okay. Die guckt sich das Video an und denkt, Mama, jetzt suchst du aus. Was wir als nächstes? Das hier. Okay. Oh, das sieht interessant aus. Das ist ein richtig dicker Klopper. Und ich denke, wenn man den gegessen hat, dann braucht man auch die nächsten 2 Tage nichts mehr essen. Ja. Oder auch 3. Oh, und der sieht so. Der sieht so ein bisschen aus wie ein Leiden oder so, ne? Ja, bist du böse, wenn ich den nicht probiere, weil um den überhaupt zu probieren, müsste ich so viel davon abbeißen, dass ich 2 Tage nichts mehr essen kann. Nein. Weil der sieht super lecker aus, aber... Der sieht echt ganz klasse aus. Hier gucken. Ich beiß jetzt richtig gut ab, damit man schön sieht, was in der Mitte drin ist. Bevor Gloria einzieht, musst du den noch einmal... Und es ist... Oh mein Gott, es sieht wirklich gut aus. Ja, gut. Ja, bitte. Das ist, wie gesagt, ne? Ich kann davon gar nichts behalten. Noch nicht mal das. Guck mal, das ist einfach auch nur ein Peanut Butter Cup in klein. Die gibt es neuerdings auch. Und selbst das. Hat man jetzt richtig was dran zu kauen. Da sind nämlich richtig ganze Erdnüsse mit drin. Und zu der Erdnussbutter
da ist auch noch Karamell drin. Die sind ganz dekadent da gewesen. Jetzt probieren wir das hier. Weil das ist nämlich schön klein. Also denke ich zumindest. Das sind so Pieces. Das sind Peanut Butter Candy in a crunchy shell. Also im Grunde genommen so M&M-Style von Reese's. Ich hau immer noch. Braun und orange sind die. Halloween-Farben. Passend ist da noch eine andere Farbe drin. Ach, gelb gibt es auch noch. Aber ich vermute, die schmecken gleich. Ich werde deshalb jetzt einen braunen zu mir nehmen. Nee. Scheiße, ich habe hier nichts durch. Tut mir so leid. Die finde ich blöd. Oh, holy shit. Find ich das blöd. Ist fast so schlimm wie du, wo du den Harzer probieren musst. Und ich freue mich, dass du es nicht gefilmt hast, weil das Gesicht... Oh. Ich finde die blöd. Also ich finde die ekelhaft, aber... Nö, ekelhaft finde ich die nicht. Diese Schale, die da drum ist, so halt... Die war, hat mir irgendwie, also da wusste ich, wenn ich die runterschlucke, dann rastet mir Rudolf da unten aus. Deshalb ist das so eh. Das ist reiner Zucker, ne? Vielleicht liegt doch daran. Oh, das war eklig. Und es tut mir so leid, aber ich hatte nichts anderes. Ich kann das ja nicht hier auf den Tisch spucken. Wie sieht denn das aus? Das heißt, wir sind bei dem letzten Testobjekt angekommen. Sieht das aus wie so ein KitKat oder so. So Waffelriegel-mäßig. Waffelriegel kennen ja die Power Crunch Bars, die ich gerne mag, oder die Power Keks. Und dies ist natürlich überhaupt nichts mit Power und wahrscheinlich sehr viel mit Zucker und Fett. Aber wir wollen es. Reiß ihn auf. Ich reiß ihn auf. Reiß ihn auf, du Loder. Na toll. Das ist, weiß ich nicht, Coitus Interruptus, wenn es um Essen geht. Man wird schon leicht komisch, ne? So, hier sieht aus wie irgendwas, was ich kenne. KitKat oder irgendwie so. Ja. Wobei, das sieht eher aus wie Milky Way von außen, wie ich das mache. Guck mal, das ist hier zusammengewachsen. Ich glaube, das ist. Oder das muss so. Okay, ich hab's auseinandergebrochen. Hört ihr das? Da quatscht was im Hintergrund. Ich hoffe, ihr hört uns trotzdem besser. Und ja, willst du da reinbeißen und ich beiße in diesen? Gar nicht, ne. Na. Also ich muss nicht kotzen davon, aber wieder essen muss ich es auch nicht. Na. Ist nicht schlecht, aber mir ist es wieder viel zu süß. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das riecht da rein. Das ist wirklich richtig. Da ist im Verhältnis zur Schokolade da irgendwie zu wenig Erdnussbutter drin. Das kann sein. Es ist so trocken. Also ich finde es sehr süß. Sehr, sehr süß. Also das haut mich jetzt nicht vom... Nö. Nee. So kann man essen, aber kaufen würde ich es mir definitiv nicht. Mein Favorit ist der dicke Peanut Butter Cup. Wir werden ihn hier nochmal zeigen. Dieser hier. Weil ich das auch grandios finde. Ja, das war der Geschmackstest. Und jetzt zurück zu mir in mein Büro. Jetzt wisst ihr es, wie die einzelnen Dinge geschmeckt haben, wie schön das arrangiert war. Ich finde, das ist wirklich ein sehr schönes Präsent, um es weiter zu verschenken. Ich habe auch herausgefunden, wo es herkommt, aber das war nicht schwer, weil das lag ja dem Paket schon bei. Von daher, ne, kriegt ihr auch einen Link hier unten drunter. Auch hier habe ich nochmal eine kleine Bitte. Wenn jemand einen Schlauchmagen oder einen Magenbypass oder etwas in der Richtung gerade bekommen hat, ist das... Du, das geht aber so nicht. Ein sehr merkwürdiges Geschenk. Es ist ein merkwürdiges Geschenk. Also, was ich da eher verschenken würde, wäre irgendwas, was Schönes. Entweder was Kosmetisches oder was Sportliches. Halt jedenfalls meinetwegen auch ein bisschen... mageres Rinderhack. Aber auch jetzt eine
Packungen Süßigkeiten ideal sind. Nö, also, was mich interessiert, was macht ihr mit Sachen, die ihr geschenkt bekommt und wo ihr wisst, die könnten eure Ziele gefährden, die könnten euren Seelenfrieden gefährden. Wie geht ihr damit um? Das ist ja jetzt mal so ein spezieller Fall, dass ich Magenbypass und kriege das. Aber sonst habe ich das regelmäßig. Weihnachten, Ostern, Geburtstag. Da sage ich, bitte schenkt mir nichts Essbares. Möchte ich einfach nicht haben. Weil wenn dann 10 Leute kommen und schleppen dir jeder nur eine Kleinigkeit an, jeder bringt ein kleines Pralinenpäckchen mit oder so, dann sitzt du da mit einer Jahresration und du kriegst die dreimal im Jahr. Und irgendwann wollen deine Freunde auch nichts mehr nehmen, weil die sagen, hey, willst du mich fett füttern? Und deshalb, vielleicht gibt es da noch bessere Strategien. Also, ja. Die beste Strategie ist dann wohl einfach tatsächlich irgendwie ein bisschen dazu zu sagen, dass man sich gerade so überhaupt nicht direkt freut und nur die Geste zu wertschätzt. Okay, das war heute mein Reese Unboxing, / merkwürdige Geschenke und Co. Wie die Come, let's play. It's time to party, girl. Fun is what we crave.